So, hi Thomas, wir sind wieder voll mit dabei und heute mal wieder ein ganz, ganz schnelles Rezept. Ja, ich weiß nicht, ob du den selber kennst, diesen Beef Bacon hier, tolles Produkt. Und mit dem hier habe ich ein wunderschönes Rezept, was sich richtig easy einfach zubereiten lässt. Und dazu braucht man natürlich einmal Beef Bacon. Ich brauche 2 Eier, die habe ich getrennt in Eigelb und Eiweiß. Ich brauche ein bisschen handelsübliche Stärke, ja. Ich brauche einen Magerquark, brauche ein bisschen Schnittlauch und ein paar Röschzwiebeln. Wenn man sowas fertig kauft, dann ist das nicht schlimm. Aber einfach danach gucken, dass es eine saubere, clean Ware ist. Zum Abschmecken Salz, Pfeffer und ein klein bisschen Muskat. Das hier, das ist ganz witzig. Das ist übrigens genau das gleiche Produkt wie das. Das habe ich einfach in den Dörrautomat gesteckt und habe das bei wenig Temperatur 24 Stunden gedörrt. Ist ein absolut geiler Chipsersatz. Ja, hat mächtig Bums. Okay, das Ganze machen wir so, dass wir die Förmchen hier auslegen mit dem Bacon und dann den sogenannten Bibilis-Käse nehmen und den da drin gare. So, Heiner assistiert. Schön, ja, dass du da bist. Ja. Hallo. Und wir legen parallel los und geben Gas. Als erstes nehme ich den Quark. Gib den hier rein. So, wow, die Schüssel rutscht. Es ist kalt. Es ist gefroren. So, ich komme gleich mit Pfeffer. Dann natürlich Muskat. Ich mache ein bisschen mehr, weil ich habe Muskat sehr, sehr gern. Und ich gebe gleich auch die Eigelb dazu. Thomas, sie sind wieder angefroren. Es ist echt kalt hier bei uns. So. Das jetzt glatt verrühren. Und dann gleich die Stärke drunter. So. Jetzt haben wir hier drin eine richtig schöne Grundbindung. Und einfach gucken, dass die Stärke und die Zutaten schön verarbeitet sind. Ja, okay. Jetzt noch die Röschzwiebeln dazu, den Schnittlauch dazu. Ihr könnt ersatzweise natürlich auch Frühlingszwiebeln verwenden, auch kein Problem. Aber es ist ja Badisch, Bibilis-Käse, ja. Und deshalb verwende ich hier einen Schnittlauch. So, jetzt mache ich hier mal Platz. Das heben wir auf hinterher zum Garnieren. Und jetzt brauchen wir nur noch das Eiweiß. Und das Eiweiß, das muss ich jetzt einfach schnell steif schlagen. Richtig schön steif. Und es fällt uns sehr, sehr leicht, weil kalt ist es, wie man sieht, ja. Es klebt noch am Rand hier. Guck, da sieht es auch alles raus. Kriegst du ein stimmtes Rezept. Ne? So. So. Unser Eiweiß ist steif. Gut. Seht ihr? Sieht gut aus. Und jetzt nehme ich so ein Drittel, ein gutes Drittel von dem hier. Und mit dem Drittel lockert ihr die Masse auf. Ihr müsst also nicht aufpassen wegen dem Verrühren. Einfach die Masse ein klein bisschen locker machen. Und beim letzten Rest heben wir das einfach ganz, ganz locker unter. Und schon ist die Masse fertig. Viel, viel einfacher geht es nicht mehr. Ja. Schnelles Rezept, easy Rezept, funktioniert im Grill, funktioniert im Backofen, funktioniert eigentlich überall. So, und jetzt, siehst du, Thomas, jetzt von unten unterhebe. Ja. Die Masse ist nicht ganz so locker, wie wenn ich es in die Küche mache, aber erklärt sich ja eigentlich auch ein bisschen von selbst hier bei, wie viel haben wir denn, immer noch 6 Grad minus? 10 Grad minus haben wir, hervorragend. Jetzt weiß ich auch, warum die Schüssel so kalt ist. Super. Bisschen Salz noch.
Ich könnte ja frech sein, oder? Ich könnte ein bisschen von unserem steht nicht so im Rezept. Kann nur besser werden. Fichte-Rauchsalz verwende, weil dann haben wir nämlich den Beef Bacon vom Schwarzwaldhof. Und der Schwarzwaldhof macht uns natürlich auch unser geiles Fichte-Rauchsalz in einer endlos abgefahrenen Handarbeit. So, und jetzt nehmt ihr die Masse einfach und füllt die hier rein. Rainer, danke fürs Füllen, fürs Auslegen. Thomas, guck mal hier, Grill ist vorbereitet. Ich fange mal hier unten an. Ich habe hier Feuer, ich habe hier Feuer und ich habe hier komplett aus. Ja? Das heißt indirekte Hitze. 180 bis maximal 200 Grad. Ja, wir sind leicht drüber. Aber wenn wir den Deckel jetzt öffnen, dann ist das relativ schnell weg mit der Hitze. Und jetzt stellen wir das Teil hier rein, schließe den Deckel und backe das auf. Maximal 20 Minuten. Würde ein bisschen gucken, die Eier sind nicht immer gleich groß, macht tatsächlich ein bisschen was aus. Ja. Deshalb, und ich wiederhole es nochmal, schon oft gesagt, tun wir Profis nicht nach Stück rechnen, sondern wir wiegen die Eier tatsächlich aus, weil dann ist ein Rezept ziemlich easy und dann ist es perfekt. Okay? Ich hole euch wieder, wenn es gebacken ist und es passt. Bis gleich. Die ersten 20 Minuten sind vorbei. Jetzt wollen wir mal gucken. Temperatur sind wir so, wie wir es haben wollen. Ja. Und jetzt gucken wir mal hier rein und schauen mal, was passiert ist. Und siehe da, sieht nicht schlecht aus. Hä? Sieht mal nicht übel aus. Ja? Das soll mal irgendeiner sagen, man kann nichts aufbacken im Grill. So, das ist ja sozusagen fast ein Soufflé. Es ist kein Soufflé, aber fast ein Soufflé. Wenn man einen Backofen aufmacht, hast du ein Soufflé, fällt es zusammen. Beim Grill spielt das keine Rolle. Ja? Wie du siehst, auf, zu, auf, zu. Wir haben keinen sogenannten Unterdruck. Okay? So, jetzt hole ich mir Handschuhe, dann nehmen wir das raus. Ihr könnt jetzt natürlich zu Hause auch ein bisschen, sagen wir mal, eine Nadelprobe machen mit einem Stück Holz, reinfahren und gucken, ob es durch ist. Aber ich sehe das schon, ich rieche das schon. Das ist genau so, wie ich es haben will. Rainer hat noch ein klein bisschen Rauke da, oder? Ja, genau. Macht sie uns ein bisschen an mit Salz, ein bisschen Pfeffer und ein klein bisschen Olivenöl. Und dann setzen wir das gerade drunter. Ja, okay? Du darfst fortfahren, Rainer. Also, nehmen wir einfach, machen ein kleines Salätle, ein bisschen Salz. Ihr kennt unser wunderbares Schwarzwaldhof-Räuchersalz. Dann nehmen wir ein Essig des Vertrauens. Wir haben hier ein Traumbalsam-Essig vom Theo. Gerade ein leichter Hauch dran. Und ein schönes Öl. Da haben wir jetzt hier Pfiffeliskäse machen, würde ich jetzt nicht unbedingt Olivenöl empfehlen, sondern schönes Rapsöl, Sonnenblume, irgendwas vielleicht von einer Ölmühle aus der Region. Passt wunderbar dazu. Wenn es einem zu sauer ist, darf immer ein bisschen Zucker dran oder Honig, um die Sache rund zu machen. Mir lasse es hier Natur. Gerade ein bisschen vermischen. Super. Und ab. Drauf damit. Geil, vielen Dank. Gerne. So, jetzt gehen wir hin und holen mal so ein Teil raus hier. Ja, und das sieht man hier schon eigentlich doch eine locker luftige Geschichte. Ja, und eins kann ich euch versichern. Ja, Bibeliskäse gibt es Land auf, Land ab im Badischen. Aber ein gebackener Bibeliskäse, den gibt es nur bei uns. Ja, so sind wir halt drauf. Ja, jetzt, wenn man will, nochmal, das ist der Bacon. Gedörrt. Jetzt könnt ihr natürlich noch ein bisschen dicke Hose machen und könnt das Ganze natürlich ein bisschen ausgarnieren mit so einem gedörrten Bacon und schon seid ihr ganz, ganz vorne mit dabei. Ja? Und damit es richtig gut aussieht vorne, machen wir da ein bisschen Salz hin, ein bisschen mit Pfeffer und dann kann man sagen, geiles Gericht. Guten Appetit. Lasst euch schmecken. Ja? Habt viel Spaß damit. Das Thema Grill doch einfach, haben wir 100% getroffen. Und an der Stelle muss ich an dem Drehtag nochmal mich mega, mega bedanken. Thomas, mein Freund von der Tongeschichte, Alex und der Papa natürlich, ja, sensationell. Bei sagenhaften, du hast mich korrigiert, 10 Grad minus, oder? Sensationell. Hat riesen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns. Bis bald. Und tschüss.